Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache noch mal ganz schnell ein Pflegerollvideo aus DM. Und ich brauchte wieder ein bisschen was und ich habe auch privat ein bisschen eingekauft. Und da ich ja in der Nähe war, dachte ich, komm, gehst du nach DM. Genau, also privat meine ich auch damit wie ganz normale Haushaltsprodukte, Zucker, Salz, tralala, braucht man ja immer. Und da ich in der Nähe war, dachte ich, komm, gehst du mal ein bisschen bei DM und guckst mal, was es Neues gibt. Und ich wollte auch wieder ein paar Backups haben, weil ich von manchen auch nicht mehr viel hatte am Produkt. Und ihr wisst ja, wenn ich Backups sage, habe ich die zum größten Teil auch mal etwas in doppelter Ausführung, entweder zwei gleiche Produkte oder mal zwei verschiedene Produkte auch zum Ausprobieren. Und ich weiß jetzt nicht, ist ein bisschen zu dunkel, ne, für euch. So, sorry, ich muss da gleich mal noch nachgucken. Genau, und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und, ja, ich fange einfach mal an, aber bevor ich natürlich anfange, werde ich mal hier ein paar Grüße los. Und zwar, habe ich versprochen, dass ich wieder Grüße wieder. Und zwar, mit der ich auch sehr, sehr viel lieben, netten Kontakt habe, die auch mich verfolgt. Die mich auch verfolgt. Und zwar ist sie total zucker süß. Und zwar meine Liebe. Ashley auf Instagram, also unterstrich Ashlyn unterstrich 09. Ich grüße dich hiermit ganz lieb. Und danke, dass wir zusammen dort Kontakt noch halten können. Und ich bin ziemlich froh darüber, dass die meisten mich verstehen, wie ich das rüberbringe. Und ja, dicke Küsschen. Dann habe ich einmal auf Snapchat einen Gruß zu verkünden. Und zwar einmal die liebe Jessie. Sie hat mir auch schon für mein Frage-Antwort-Video auch schon eine Frage gestellt. Ich sammle, wie gesagt, noch auf Snapchat und Instagram und Facebook noch ein paar Fragen. Und wenn ich dann sehe, ich habe sehr, sehr viele zusammen, dann werde ich natürlich ein Video drehen, ne? Und ja, aber auf jeden Fall, liebe Jessie, viele liebe Grüße. Und die Frage darf ich jetzt nur nicht löschen, deswegen lasse ich jetzt das Screenshot da. Dann einmal die liebe Emma Pickhahn. Sie hatte auf mein Schminkköpfchen der Woche die vierte geschrieben. Liebe Grüße natürlich. Dann, das war's. Genau, also diejenigen, die ich jetzt grüßen konnte, habe ich gegrüßt. Und, genau. Ich will mal eben ganz kurz mal eben schnell hier antworten. Sekunde eben. Das ist jetzt mal eben.
Sekündchen. Ich muss mal eben ganz kurz jemanden antworten. So, genau. So, entschuldige, dass ich jetzt mal eben kurz was antworten musste. War jetzt ein bisschen wichtig, sonst vergesse ich das. Genau, also für diejenigen, ich grüße euch hier ganz lieb. Und wir fangen einfach mal an, würde ich mal sagen, mit unserem Pflegehall im DM. Und wie bereits erwähnt, habe ich ja gesagt, dass ich die meisten Sachen auch gerne in doppelter Ausführung habe. Drei davon, was ich hier habe, nicht, aber andere habe ich hier in doppelter Ausführung, dann brauche ich nicht nochmal los. Genau. Und jetzt spinnt meine Lampe wieder. Und zwar wollte ich wieder nach Deodorants Ausschau halten. Ich habe ja jetzt momentan noch von Adidas Control Ultra Protect. Das ist für mindestens ein, zweimal, vielleicht sogar dreimal noch zu gebrauchen. Und danach benutze ich schon direkt das Duschstas Magnolia. Ja. Und jetzt habe ich gar keine Backups mehr da drin. Und ich dachte, komm, ich werde jetzt mal welche wieder besorgen. Und zwar habe ich zwei verschiedene mir besorgt. Und zwar einmal CD Deo Wasserlilie. Das habe ich ja auch in kleiner Ausführung für meine Handtasche. Und das ist jetzt auch die große Variante im Sprühsystem, auch ohne Aluminium. Riecht auch wirklich frisch, angenehm und ja. Deswegen habe ich mir das mal für zu Hause in groß gekauft. So. Und dann habe ich hier noch etwas entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob es neu ist. Und zwar auch von Duschstas habe ich das Traumland. Sinnlicher Duft, antitranspirant, 48 Stunden ohne Alkohol. Da ist zwar Aluminium drin, aber an 5. Stelle, also es müsste da nicht so viel drin sein. Aber mich stört das nicht, ob es jetzt aluminiumfrei ist oder nicht. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Duft. Warte mal, ich mach das mal hier so ein bisschen. Also es riecht sehr frisch. Sehr, ja, so ein bisschen süßlich, würde ich mal sagen. Ja, aber es riecht wirklich wunderbar. Und das habe ich dann halt hier als doppelter Backup. Dann habe ich jetzt eine Handcreme jetzt in Benutzung. Hatte ich auch von DM und das habe ich auch jetzt mittlerweile mal für unterwegs mitgenommen, wie auch am Nachttisch immer mal wieder stehen. Und da ich ja da auch kein Backup habe, dachte ich, komm, nimmst du dir jetzt mal etwas mit. Und zwar habe ich wieder zwei Handcremes mitgenommen von Balea, ja. Und zwar einmal Handcreme Olive, reichhaltige Pflege, mit Olivenöl und Olivenbutter für beanspruchte Hände. Ja, also riecht wirklich sehr, sehr gut. Und das hat so den typischen Olivenduft. Der riecht auch wie die anderen Olivencremes, wie hier von Dalande Olive und so weiter. Und das riecht wirklich sehr lecker und deswegen habe ich es mir mitgenommen. Genau. So, dann habe ich mal entdeckt, auch für trockene Hände, was auch jetzt in der Jahreszeit auch ist. Und zwar einmal Balea Handcreme Totes Meer. Sanfte Feuchtigkeitspflege mit Totes Meersalz und Aloe Vera für trockene Hände. Und das riecht auch sehr angenehm. Sehr, sehr frisch.
ein bisschen aquatisch. Ja, also bin ich mal gespannt, wenn ich dies hier benutzen möchte. Ja, hat einen sehr, sehr angenehmen Duft. Und da ich Aloe Vera und Olive auch sehr, sehr gerne mag, habe ich die auch mitgenommen. Dann habe ich von Balea eine Nachtcreme mitgenommen, weil ich auch keine Backups mehr habe im Bereich Nachtcremes. Und da ich ja jetzt eins in Benutzung habe, wollte ich wieder eins haben. Und habe mal von Balea die feuchtigkeitsspendende Nachtcreme mit Lotusblütenextrakt gekauft. Ich habe auch geguckt, dass es nichts mit Faltenreduzierung hat und mit Hyaluron und so weiter. Das brauche ich ja noch nicht. Toi, toi, toi. Also bin ich ja noch verschont. Auf jeden Fall, das ist hier so eine Tube. Und ja, ist für normale Mischhaut. Lotusblütenextrakt, das riecht mega gut, weil ich habe ja auch hier diese Serie mit der Reinigung, mit dem Reinigungsschaum, und es gibt auch noch andere schöne Produkte mit Lotusblütenextrakt, und ja, riecht wirklich angenehm frisch, und dann bin ich auch mal da gespannt. Ja, so, da ich ja den Karton nicht mehr brauche, kann ich es gleich wegtun. So, dann habe ich auch hier ein Duschpeeling gekauft von Alverde. Ist eine neue Sorte. Und zwar Duschpeeling Bio Magnolienblüte mit Chianus. Ja. Und hat mich sehr gut angehört, und es hat auch sehr, sehr lecker gerochen. Wir gucken mal einmal nach den Peelingkörnchen. Sehr fein, nicht zu grobkörnig. Ja, kann ich sehr gut vertragen, diese Körnchen. Auch der Duft ist sehr, sehr, sehr angenehm. Und ja. Und da ich ja jetzt gleich ein Duschpeeling und ein Duschgel gleich runterbringe, dachte ich, das kommt dir sehr, sehr, sehr gelegen. Und ja, genau. So, und dann habe ich noch was Neues entdeckt. Und zwar fand ich das wirklich, wirklich gut. Erst habe ich das mitgenommen im Körbchen. Dann hatte ich überlegt, dann habe ich das wieder rausgetan. Jetzt habe ich es wieder reingelegt im Körbchen. Und es ist auch drinnen geblieben. Genau. Und zwar hat Balea Luxury ein Verwöhntduft Body Spray rausgebracht. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es jetzt auch die gelbe Variante gibt. Ich habe jetzt die rote jetzt entdeckt. Und zwar Red Love mit Kokos und Viersicht. Und das ist, wie gesagt, ein Body Spray. Und Leute, es riecht mega. Da ich ja auch zufrieden war mit den mit der Serie, wollte ich es mitnehmen. Es gibt auch noch andere tolle neue Sachen davon. Da werde ich mir das auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Und es riecht so gut. Es riecht so, so lecker. Oh, geil. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, dass ich die mir besorge. Und ja, jetzt habe ich wieder ein Body Spray. Genau. Und ja, das war's, meine Lieben, mit meinem Holly. Ich mache mich jetzt so langsam gemütlich wieder. Falls ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, ich mache ja noch das Kalender. Entweder kommt das jetzt online oder das Kalendervideo. Ich muss mal gleich schauen. Aber freut euch drauf, denn das wird bestimmt klasse. Und ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.